Dieses Weltreisemobil ist zum Verkaufen. Das ist kein Schlechtwegefahrzeug, sondern ein richtiges Offroad-Weltreisemobil mit einem unglaublichen Hubraum. Und er hat noch nicht mal ein Turbo. Er macht das, was ihm fehlt, mit Hubraum wett. Richtig, das ist ein V8-Motor mit 12,7 Liter Hubraum. Ich kann sogar die genaue Bezeichnung, wenn ich ein bisschen in meinem Gehirn grabe. Ich glaube, ein UM402 von Mercedes-Benz, also eine klassische Maschine, die auch 2 Millionen Kilometer laufen könnte. Das Fahrzeug ist ein Mercedes-NG 1226. 12 steht für die Tonnage, also der war gebaut so für um die 12 Tonnen. 26 für die Leistung, in der Serie 260 PS. Und AF, ganz klassisch, Allradfahrgestell. War ein Schweizer Feuerwehrfahrzeug. Und wir haben auch noch die Informationen belassen. Die Firma Rosterholz hat den zum Feuerwehrfahrzeug umgebaut in der Schweiz 1984, soviel ich im Kopf habe. Und wir haben ihn dann vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren zum Expeditionsmobil gemacht. Ihr habt den komplett neu aufgebaut? Ja, wir haben den Feuerwehraufbau runtergenommen. Der sah so ähnlich aus wie unser Spezialfahrzeug, das wir hier dabei haben. Der hat einen Rüstkoffer drauf gehabt. Wir haben ihn lackiert, umdesignt. Wir haben das Fahrhaus verlängert. Das ist so einer der größten Eingriffe gewesen. Das heißt, der hatte ein kurzes Fahrhaus im Ursprung. Wir haben ihm so ein Happy End verpasst, also mehr Platz für Kühlbox, Garderobe oder auch um die Sitze weiter hinterzustellen. Da gibt es ein Zwei-Klappensystem, da kann man außen noch ein bisschen was verladen. Dann einen Durchstieg verpasst und natürlich Zwischenrahmen, Wohnkabine, Spezial-Dieselfilter, 600 und nochmal 230 Liter Kraftstoff. Insgesamt also deutlich über 800 Liter Volumen. Ist ja gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig, ne? Weil die Kraftstoffpreise sind hoch. Also du kannst da tanken, wo es günstiger ist. Ja, also ich sag, es ist heute sogar wirtschaftlich zum Tanken nach Tunesien zu reisen, nach Tunis, weil die Fähre kriegt man manchmal für 800 Euro hin und zurück und der Diesel kostet nur 54 Cent. Und also, dann bist du umsonst gefahren quasi. Du bist umsonst gefahren und hast sogar noch Kraftstoff übrig. Also das heißt, das ist wirtschaftlich interessant, da auch mal eine Woche mit so einem LKW Urlaub zu machen. Du bist Tobias Teichmann, du bist der Geschäftsführer von 4Wheel24. Richtig. Und das Ganze ist übrigens bekannt geworden, bist du durch dieses Fahrzeug hier zumindest mal im Jahr 2022, denn du hast es geschafft, eine Kooperation mit einem Modulhaushersteller hinzukriegen, der ganz ökologische Modulhäuser auf das Auto bringt. Hat das eine Wohnmobilzulassung oder ist das Ladung? Das ist Ladung in diesem Fall, weil die Konstruktion ja außen mit der Holzwand nicht splitterfrei ist und so ist es als Ladung deklariert. Das heißt, es ist im Endeffekt eine Britsche, eine LKW-Britsche, die das Häuschen als Ladung trägt. Sehr schön. Hier sind wir im Sonderkfz-Wohnmobilbereich. Ja? For Sale, das bedeutet auf Deutsch zum Verkauf. Genau, und zum Verkauf, ja. Wir haben ab und an immer mal was zum Verkauf auch. Mache ich mittlerweile ganz gern, weil es ist schön, wenn du solche Autos da hast, nochmal was zeigen kannst. Und wir reden ja sowieso mit vielen Leuten über Projekte, auch über neue Projekte. Insofern ist es für uns sinnhaft. Ne? Und warum sind die zum Verkauf? Wir haben ja auch die Frida, den 1428 momentan zum Verkauf. Es ändern sich halt auch, wie in jedem Bereich, Lebensumstände. Die Frida hat zum Beispiel einen Platz gefunden, wo die Eigentümer jetzt wohnen wollen. Und insofern hat die Frida, ist ihre Aufgabe gerecht geworden. Und hier ging es darum, dass der Eigentümer sich größere Hunde angeschafft hat und einfach das Konzept des Raumes dann ein bisschen zu klein war, um die neuen Passagiere auch gut mitzubringen. Ne? So, du hast eine Reifendruckregelanlage hier drin? Wir haben hier keine Reifendruckregelanlage, die haben wir bei der Frida. Der ist noch ganz konservativ mit normalen VG8, also mit normalen PKW-Ventilen bestückt. Und die kann man dann über die Druckluftanlage mit dem Füllschlauch selber befüllen. Das geht auch. Das geht auch, ja. Man muss halt, es ist nicht so komfortabel wie eine Reifendruckregelanlage. Aber man kann die hier noch nachrüsten, das ist kein Problem. So, ja. Hier vorne zeige ich mal, das ist die Einstiegshilfe, ja. Federnd. Richtig, das ist eine weggefederte Kette. Also die hat den Vorteil, wenn man mal doch irgendwo auf einen Gegenstand oder im Gelände irgendwo aneckt, dann federt die weg und man reißt sich halt nichts ab. Und ist durch diese Dreifachbelegung, also eine Triplex-Kette, ist er sehr stabil. Du kannst sie nicht wegdrehen in diese Richtung. Also hat sich so bewährt als Einstiegshilfe. Ist bei all unseren Autos, wenn du mal guckst, eins der Gimmicks, die wir immer schon verbauen. Das ist ein Druckluftanschluss. Druckluftanschluss. Okay. Ja. Komm, wir gehen mal kurz drum rum, dass wir das mal sehen. Die Kabinenlänge, was hat die? Die Kabinenlänge hat innen etwas über 4,50 Meter, also außen demnach 4,65 Meter, hat eine Höhe von 2,05 Meter und eine Breite innen von 2,30 Meter. Durchstieg?
Durchstieg ist da, ja, selbstverständlich. 80-60 ist so ein größerer Durchstieg, wie wir schon ein paar Mal gesehen haben. Man kann da also wirklich auch noch durchsteigen, ist nicht so klein. Automatikgetriebe, das Fahrzeug, ist noch zu erwähnen. Also Wandler. Ein Wandler-Automatikgetriebe, das ist immer ganz wichtig. Man kann da mal reingucken. Also ich bin so ein Freund von den alten Wandlern, weil die haben immer Kraftschluss. Also ein richtig klassisches Automatikgetriebe, kein Schaltautomat. Der Hersteller? Der Hersteller ist ZF von diesem Wandler. Und an der rechten Seite neben dem schön belederten Lenkrad ist der Retarder. Also das heißt, wir haben hier einen Ölretarder, der nochmal die Bremse unterstützt. Das ist also eine sehr gute Einrichtung, weil die arbeitet absolut verschleißfrei. Gott, die wird einfach nur heiß, oder? Genau, die wird heiß. Ne? Hier Druckluftanschlüsse, unsere wunderschönen 4Wheel24 Leder Alcantara Sitze mit Druckluftfederung. Mit Druckluftfederung, die kannst du an- und ausstellen. Ne? Es ist jetzt so, das Auto steht da drei Tage, da ist nicht mehr genug Luft im letzten Speicher. Wir haben eine Lordosenverstellung, wir haben eine Sitzheizung, wir haben einen integralen Gurt, was die alten Fahrzeuge alle nicht hatten. Und auch die Möglichkeit, die Auflagefläche hier zu verstellen, um dementsprechend komfortabel zu sitzen. H-Kennzeichen wird schwierig? H-Kennzeichen wird schwierig. Also es ist so, im Grunde genommen nach den heutigen Bestimmungen sind Fahrzeuge oder Nutzfahrzeuge, die andere Räder kriegen oder wenn sich die Aufbauart ändert, nicht mehr H-Zu-typisierungsfähig. Das ist so meines Erachtens auch in Ordnung, weil... Hat das Bestandsschutz eigentlich, wenn es mal bekommen hatte, also, damals? Die böse Zungen behaupten, dass auch der Prüfumfang der normalen Hauptuntersuchung, dass diskutiert wird, ob man das erweitert und ob auch die Möglichkeit besteht, solche Sachen abzuerkennen, weil der Hintergrund sind jetzt nicht wir sind ja mit den Autos eigentlich Randgruppen, sondern ich denke halt einfach, dass viele Leute mit einem alten Mercedes 190D durch Stuttgart fahren, der schon ein bisschen rottig ist und ein H-Kennzeichen hat. Das war ja nicht Sinn und Zweck solcher Feinstaubzonen. Und insofern ist es momentan überall hart in der Diskussion und die Argumente bei so einem Fahrzeug, dass jemand sagt, er spart sich 1.500 Euro Steuern, Versicherung, ist meines Erachtens kein Argument. Wer das nicht hat, soll so ein Fahrzeug nicht kaufen. Ne? So, das ist der Bluttank? Das ist der zweite Dieseltank mit 230 Liter. Wir haben, wie gesagt, drüben 600 und hier nochmal 230 knapp. Also ein Zweitanksystem, das man umschalten kann. Das ist ganz wichtig. Also man kann von links und nach rechts schalten und kann damit auch Kraftstoff isolieren, was mal hilfreich sein kann, wenn man irgendwo schlechten Kraftstoff erwischt. So, ja. Was ist das hier? Das ist der Entleerungshahn, der äußere Kunststoffentleerungshahn vom Grauwassertank. Okay, und da drin, was da? Da drin ist, da ist die Gasflasche, das ist der Gastank. Reiner Gastank ist hier jetzt natürlich vom Eigentümer nicht ganz optimal beladen, weil eigentlich die ganzen Zutaten da nichts verloren haben. Ne? Ich würde sagen, gegen den Check kann man nichts sagen und gegen den Kettenzug auch, aber normalerweise soll das nur ein Gasbehälter für zwei Flaschen sein. Man sieht ja hier den Platz für die zweite 11-Kilo-Flasche. Ne? Zwei 11-Kilo-Flaschen voll. Gut. Ja? Der heizt mit Diesel? Der heizt mit Diesel, hat eine klassische Truma D6e Kombi mit dem schönen Abgaskamin, hat aber auch noch eine elektrische Heizung über die Klimaanlage. Also er ist voll klimatisiert. Das bedeutet, ich kann redundant Diesel elektrisch und noch elektrisch über die Klimaanlage heizen. So, wir machen hier mal auf, denn er hat einen Stauraum, der es in sich hat. Hier kannst du einiges einladen. Auch, ich sag mal, es gibt ja so Falt-E-Bikes mittlerweile richtig toll. Die kriegst du hier rein. Wirklich. Also es funktioniert klasse. Du hast Airline-Schienen an der Seite? Airline-Schienen, dass du halt auch die Ladungsgegenstände gut miteinander verbinden kannst. Oder wenn du hier Boxensysteme reinstellen möchtest, kannst du die auch quer verspannen. Ne? Dann haben wir hier die Wassereinbringung mit einer Außendusche. Also das heißt, das ist ein System, mit dem ich auch in der Lage bin, Wasser einzubringen über die Filteranlage. Deswegen sind da relativ komplex viele Schalter beschrieben. Hat etwa 400 Liter Frischwasser das Fahrzeug, der Grauwassertank hat so 150 Pi mal Daumen, hat einen netten Schnitt, können wir uns ja dann mal angucken und eben im Stauraum sehr viel Platz, ne, durch das Bett, durch das Längsbett, was drüber ist. Ne? So, ihr habt den komplett selber gebaut, von oben bis unten, ihr habt den selber lackiert, ihr habt den... Richtig, genau. Wir haben das Fahrzeug selber gemacht, lackiert, wir haben hier dafür auch noch, das war so unser Messefahrzeug vom vorletzten Jahr, eine spezielle Aufnahme für den federgelagerten Rahmen entwickelt, die man da hinten sehen kann. Also das heißt, das ist ein Doppelkonuslager, was die Führung übernimmt, ne? Und das war also so für dieses Projekt eine der Innovationen im Rahmenbau. Wir haben hier einen klappbaren
Hohler Fahrschutz, der auch eine Typisierung hat mit einer Anhängerkupplung, was ganz selten ist. Das heißt, ach so, du hast sie nicht nur rangeschraubt? Nein, das ist eine TP-Nummer, die ist eingetragen. Hier ist in der Lage, auch noch einen Kleinanhänger bis 750 Kilo mitzuführen. Ne? Das war so die Auflage. Kleines Schlauchboot oder vielleicht auch noch ein Motorrad hier. Ne? Sag mal, wenn das jetzt so 750 Kilo hinten dran ist, das wirst du wahrscheinlich nicht merken beim Anfahren. Nee, das merkst du überhaupt nicht bei dem Auto. Okay. Also das ist, wenn da der Reifen mal kaputt geht, was machst du dann? Ja, gut, wir haben eine Heckkamera hier, dann kannst du es zumindest beobachten, ne? Was passiert mit dem Anhänger. Oder halt ein TPMS einbauen. Ja, genau. Der könnte das auch überwachen und dann dir das Signal. Gibt nämlich nichts Schlimmeres, weil du kriegst es nicht mit. Der hat so viel Power, dass ein Reifenschaden hinten... Wir haben tatsächlich schon Leute gehabt mit den großen MPT-Reifen, die gucken in den Spiegel und sehen es qualmen und haben einen schleichenden Luftverlust gehabt im Reifen und sind dann mitten auf der Autobahn stehen geblieben, weil sie es gar nicht gemerkt haben. Ne? Das ist ja hier 395, 85, also eine militärische Größe, ein relativ großer Reifen. Man sieht, hier fehlt auch ein bisschen Luft. Die gibt es auch recht günstig, muss man sagen. Es gibt einen Spezialisten, der mit gebrauchten Reifen handelt. Den habe ich zuletzt gefilmt. Du kennst ihn? Ja, hast du den gefilmt? Ja, den Ramin von... Ja, genau, Ramin, richtig, genau, ja. Und der hat uns mal ganz viel über Reifen erzählt in einem extra Video, 10 Minuten lang, was es alles gibt, und hat mir die gezeigt. Ja, das ist ein Freund auch von mir, ein sehr cooler Typ. Wobei ich sage, bei diesen Fahrzeugen, die jetzt in unserer Klasse neu sind und sehr teuer sind, empfehlen wir grundsätzlich den Aufzug der neuen Reifen, ne? Weil die gebrauchten Reifen haben oftmals, sind halt, ich will es mal so sagen, wenn du heute ein neues, teures Haus baust, benutzt du auch den besten Zement für deine Bodenplatte, den du kriegen kannst. Ne? Das kann jeder selber entscheiden später? Das kann jeder selber entscheiden. Ich bin nur, es ist halt so, auch ein Material verändert sich und man weiß nicht über den Lagerungszustand, und ein neuer Reifen ist halt immer die beste Garantie, dass eigentlich nichts passieren kann. Ne? Preis von so einem Reifen? Also gebraucht werden die gehandelt 450, vielleicht 500 Euro, und neu kosten sie halt irgendwie das Doppelte. Ne? Also das heißt, man spart bei diesen gebrauchten oder Lagerneureifen die Hälfte am Geld, also auf so ein Fahrzeug hingerechnet vielleicht 2.500 Euro. Ne? Bei einem Fahrzeug für 200.000 Euro oder mehr ist es, glaube ich, nicht sinnhaft. Ist das leicht zu wechseln, so ein Rad, wenn ich keine Ahnung habe? Ja, es ist halt alles größer als beim PKW, aber im Endeffekt ist es das gleiche, ein paar Schrauben. Ein paar Schrauben los, abnehmen. Ja, wir haben 10 Schrauben hier, wir brauchen einen Wagenheber, der stand drüben, hier einen hydraulischen, können es anheben, und dann brauchst du halt ein bisschen mehr Energie und Kraft, den Reifen runterzuziehen und ihn auch von der Position oben nach unten zu bekommen. Also das heißt, ich würde mal sagen, ungeübt hast du da schon 3-4 Stunden zu tun, ne? Geübt vielleicht eine. Ne? Geht der schon mal kaputt? Also ich fahre viel und selten, sehr selten. Ja, selten, wirklich. Sag mal, den gab es damals mit einer Zwillingsbereifung hinten? Ja, die haben ja alle, wie viele LKWs, Zwillingsbereifungen auf der Hinterachse, und die rüsten wir oben dann auf diese Einzelbereifung. Warum? Ja, der Hintergrund ist, ja, als erstes Mal sind die Zwillingsreifen natürlich nicht so hoch. Das hat ein Thema Bodenfreiheit, Thema natürlich Offroad-Bereifung der Stabilität. So ein richtiger MPT-Reifen hat ja eine ganz andere Wandstärke, die ist ja so stark. Und dann gibt es noch einen Grund, natürlich über die Höhe des Reifens auch die Übersetzung zu modifizieren. Mhm. Also das heißt, der läuft damit schneller. Und ein nächster Grund ist, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn wir die Zwillingsreifen drauf haben, da sitzen zwei so Reifen, da könnte ich mir einen Stein in die Mitte reinfahren. Ja. Na, der sammelt die halt auf und klemmt die dann, und dann fliegen die bei 80 irgendwo vielleicht auf der Straße raus und schlagen dem nächsten PKW durch die Windschutzscheibe, das merke ich gar nicht. Oder viel schlimmer, der Reifendruck sinkt und die reiben sich dann, ne? Die reiben sich, ein innerer stirbt und du siehst es nicht von außen. Also in der Regel rüstet man die Offroad- oder Geländefahrzeuge auf die Bereifung um. Haben die jetzt ein Reifendruckkontrollsystem, haben die keins? Kann man das nachrüsten? Das kann man nachrüsten, ja, ist ja ganz einfach. Ne? Wir haben zum Beispiel hier auf unserem Rennfahrzeug neben dem Reifenfüllsystem ein Kontrollsystem drauf. Das gibt es ja so als Ventilkappe mit den kleinen Senderchen. Ne? Das funktioniert. Es funktioniert einwandfrei, ihr müsst nur darauf achten, dass ihr ein System nehmt, was auch bis 8 bar kann. Ne? Das ist wo? Ne? Sag mal. Also ich hab das auf dem Fahrzeug da zwischen den zwei sympathischen Mitstreitern von 4Wheel24. Guck mal hier. Guten Tag. Da habe ich ein T-Stück drauf implementiert. Hier ist der Anschluss für die Reifendruckregelanlage, also zum Füllen. Ja. Und hier ist das Ende auf dem T-Stück. Also das heißt, hier kann ich das Signal, den Luftdruck vorne auf den Empfänger senden. Ne? Und es hält wie lange? Also ich habe die, in der Regel habe ich Erfahrung, dass die Batterien so 2-3 Jahre halten hier. Und dann kannst du die wegmachen und machst eine neue Knopfzelle rein, und dann geht es wieder 2-3 Jahre. Ne? Okay. Und der Empfänger ist ja nur so ein Gerätchen, so wie ein kleines Display von einem. Ist das ein namhafter Hersteller oder so ein China-Import? Das ist ein namhafter, aber ist nicht der namhafteste. Ne? Ich glaube irgendwas mit EMPC, also etwas, was man tatsächlich bei Amazon und den üblichen kaufen kann und was qualitativ vernünftig ist, kostet so 120, 130 Euro. Bis 8 bar, sagst du, oder? Müssen die? Also mindestens 6 bar, eher 8 bar, das steht auch in der
Beschreibung. Das dürft ihr nicht verkehrt machen, weil manche Systeme können eben nur 5 Bar und das ist zu wenig, weil die Reifen, da aufschlagen wir meistens so auch bis 6,5 Bar. So, komm mal mit. Ja. Tobias Teichmann, wir sind auf einer ganz wichtigen Messe. Das ist die Adventure Southside. Die gibt es einmal als Version South und einmal als Version North. Ja, richtig, das ist richtig so. Wir sind ja so ein bisschen, ich sag mal, Gründungsmitaufsteller. Der Veranstalter war vor Jahren mal so nervig, dass ich gesagt habe, ich komme jetzt und ich komme auch nur deswegen, weil sonst rufst du mich noch 5 Mal an. Und das war eine gute Entscheidung. Also wir sind ganz gerne hier auf den Messen vertreten. Ja, du siehst hier das Elektrokonzept. Ja, wir haben das schön gebaut, finde ich. Ne? Das ist auch nochmal mit einem thermogesteuerten Lüfter aufgestattet, wenn einfach mehr benötigt wird. Weißt du, warum der jetzt läuft? Wir haben die Klimaanlage innen laufen. Okay. Und dann muss natürlich auch der 3kW-Wechselrichter etwas arbeiten. Und das haben wir schön verbaut, finde ich, weil du kannst natürlich die Tür zumachen und dann ist es geschützt auch vor der Ladung, das ganze System. Ja? Also das heißt, geschützt, belüftet und hier. Und stirbt nicht direkt. Nein, stört überhaupt nicht. Ja. Die sind sehr, sehr belastbar, muss man sagen. Aber eine gute Belüftung ist natürlich toll. Ja. Ich sag mal, ihr seid bewusst auf Victron gegangen, weil ihr wenig Ausfälle habt. Ist das ein Grund? Also der Grund ist, es gibt ja so drei namhafte Hersteller, Mastervolt, Victron oder jetzt auch zum Beispiel Whisper Power sind so die Größen, die auch die gleiche Gründungsliga hatten. Der Vorteil an Victron, so sehe ich halt, der ist am meist verbreitetsten und wenn du heute unterwegs bist, findest du eigentlich in jeder größeren Marina einen Servicestützpunkt. Und insofern ist Victron immer eine gute Entscheidung. Also es gibt ja viele Befürworter von Mastervolt. Ich finde, wahrscheinlich qualitativ liegt das alles auf einem ähnlichen Niveau. Eventuell kann es sogar sein, dass Mastervolt im Detail ein bisschen besser ist. Aber die Serviceaufstellung, der Support ist bei Victron, sucht schon seinesgleichen. Außen-GFK? Außen-GFK, Innen-GFK ist Dach. Dach ist auch GFK, Dach ist Solar drauf. Ich glaube hier etwa knapp ein kW, also knapp 1000 pp. Und Lithium-Ionen-Batterien, zweimal 200 Ampere auf 24 Volt, also ein sehr, sehr wertiges System. Wir können ja mal reingucken. Bitte, geh mal rein. Ja. Da vorne hast du so einen Schwerlastauszug, das heißt, du kannst den begehen, eine Leiter. Also ja. Das heißt, hier hat 6 Stufen, das ist seltener. So. Ist das so eine abgeschnittene Spezialleiter? Das ist eine Spezialleiter, die es eigentlich tatsächlich auch in der Form so gibt. Ne? Wir gehen hier in dem Schnitt mal in einer anderen Version durch die Dusche rein. Das hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann. Ah, das heißt, du hast hier so einen Schmutz. Wir haben nur einen Schmutzschutz, weil hier ist ein schön aufwendig gearbeiteter Duschrost drin. Und damit wir den nicht jetzt hier auf den Veranstaltungen verbollern, haben wir einfach ein Brettchen drüber gemacht. Ne? Und das Tolle ist, soll ich mal vorgehen? Oder? Ja, das Coole ist, du hast jetzt hier so eine Schmutzsperre. Das heißt, wenn es mal sehr matschig ist, gehst du durch die Dusche. Ja, das ist auch eine Platzoptimierung, weil der Eingang ist ja immer verlorener Platz. Und das Coole ist, wenn du das jetzt hier mal... Ich kann hier durch die Öffnung der Tür den Raum zur Kabine verschließen und habe damit ein relativ großzügiges Raumbad im Eingang. Ja, also ich finde die Lösung immer wieder ganz cool, weil wir sparen uns halt den Platz, der im Eingangsbereich uns einfach immer irgendwo toter Raum ist. Ne? Und wir haben ja in diesen Fahrzeugen nicht so üppig furchtbar viel Platz. Ne? Also Dusche hier 1,90 Meter, wie du siehst. Ne? Der ist total schön. Also ich hätte jetzt gedacht... Teillösung hat er schöne. Ne? Ja, also der ist sehr geschleckt, weil die Flächen alle lackiert sind. Ich weiß nicht, ob es dir auffällt, das ist so alles durchgeschleckt und lackiert. Und das ist nicht jedem seine Sache, weil dadurch wirkt er so, auch innen wirst du sehen, ein bisschen clean. Ne? Also viele haben sich... Ja, ein bisschen. Man muss den halt noch vielleicht mit in die Individualisierung. So, jetzt, das Coole ist an dem System, also die Idee ist ja dahinter, dass du das Klo auch nutzen kannst, wenn ohne den Eingang zuzumachen. Ich zeig mal ganz kurz das Klo, Tobias, dass wir gerade noch da fertig sind. Da ist eine Kompost-Trenntoilette drin. Richtig, da ist also, müsste ich selber um die Ecke gucken, eine Naturehead oder eine Airhead drin. Ja. Der Betrachter sieht es jetzt ganz genau, wir verbauen beides. Da ist ein Tank drin, es geht auch mit Festtank, Pipi? Ja, das geht auch mit einem Festtank. Ich bin aber der Freund mittlerweile wieder von diesen 8 Liter angebauten Tanks. Man kann das schneller entsorgen. Weil du, wenn du länger mal auf einem Platz stehst, kannst du... Also der konzentriert sich dann? Und genau, den kannst du auch nicht auf dem Platz ablassen, sondern du musst es dann mit dem Trolley machen. Lass mich mal gucken, es ist eine Airhead. So, und den trägst du einfach weg, oder? Da haben wir 2 davon und dann wechselst du die, dann kannst du die wegtragen und du kannst die halt weiter wegtragen. Mhm. Während der integrale Tank mit 30 Liter... Zu schwer. Den kannst du nicht rausnehmen, ne? Den musst du dann dementsprechend. So, ich weiß nicht, ob wir mal zumachen sollen. Ja, mach zu. Ja, wenn du mal gerade so lieb bist, dann film. Ja. Wow! Und hier läuft die Klima, Tobias.
Der hat jetzt keinen Außenstromanschluss, den brauchen wir auch nicht. Nein, brauchen wir nicht. Obwohl die Klima läuft. Ja, das braucht er nicht, der hat 400 Ampere Lithium-Ionen-Batterien. Wir lassen sie so mit 800 Watt vor sich hinschnurren. Da ist eine Dachklimaanlage drauf, eine stabilere. Ja. Boah, der ist ja voll schön, das bin ich gar nicht gewohnt von dir. Das heißt, er ist anders. Er ist anders, aber ich finde ihn auch schön. Also ich muss mal zur Ehrenrettung sagen, du bist ein pragmatischer Typ. Oft muss es funktionieren, das tut's perfekt. Gut, ja. Aber hier, das hat schon so ein bisschen, ich sag mal für euch, das Finish und alles drum und dran, das erinnert mich an die ganz neuen Fahrzeuge, die ihr im Moment ausliefert, ja, die wirklich extrem stylisch sind. Ja. Das ist aber das, was der Kunde will, oder? Ja, da sind auch solche Details drin, wie, guck mal, die Platte, die ist abgeschrägt, die läuft geht mit dem Verlauf des Kochfeldes entlang. Ne? Das hat so eine kleine Faser drin und dann haben wir die Faser aufgenommen in der Massivholzplatte. Ja, wir haben, er ist ein bisschen clean. Ne? Wir haben den jetzt mal ein bisschen wenigstens ein einfaches Bettzeug verpasst, weil die blanke Matratze sonst so ein bisschen noch cleaner gewirkt hat. Und ist hier, guck mal, wir können mal gucken, ne? Wir haben 80%, also ein bisschen baut er ab. Momentan hat er einen Eintrag von, ich habe meine Brille nicht dabei, siehst du selber besser. Ne? PV 300 Watt ungefähr. 300 Watt, ne? Ja. Also er steht jetzt wahrscheinlich nicht ganz ideal oder ist gerade ein Wölkchen davor. Ich beobachte das jetzt selber mal, was er da macht, weil Lithium kannst du ja fast bis auf Null fahren. Ne? Und er zieht 466 Watt gerade, genau. Und bringt... Und kühlt aber ganz gut, ne? Ja, am Wahnsinn. Ne? Kühlt ja ganz gut. Also er ist jetzt hier, denke ich mal, hat es 20, 22 Grad. Ne? Das Interessante ist, je nachdem wie viel Sonne reinkommt, wenn du jetzt im Süden stehst und du fährst sowieso, da ist ein Ladebooster drin, das heißt während der Fahrt wird er aufgeladen? Ja, da ist ein P2P-Lader drin, also das heißt ein Victron Buck und Boost. Das ist die Fernbedienung für den Inverter hinten, da kann ich den an- und ausschalten, weil der, sonst müsste ich ja immer aussteigen. Das ist der Tanksensor von Philippi, hier ist die Druma. Also die Druma. Ist das ein Bootsbau, Philippi? Ja, Philippi ist aus dem Bootsbaubereich. Die haben halt eine. Das sieht halt haptisch schön aus. Eine Sat-Anlage. Ja, eine Sat-Anlage, aber frag mich nicht, ich bin ja kein Fan von Sat-Anlagen. Du, glaube ich, auch. Ja, macht ja nichts, aber. Ja, aber der hat so eine selbstsuchende Omnisat, irgendwas, ne, die sich also selber ausrichtet. Ja, kann man machen. Es ist halt so, auf dem Dach ist immer alles ein bisschen, wenn man nicht aufpasst, in der Gefahrenzone. Wir haben da zwar so Abweiser davor gemacht. Also Bäume, meinst du? Ja, wir haben wir haben aber mit solchen Dingen haben auch die Erfahrung, dass man da vielleicht ab und zu mal ran muss. Ne? So, jetzt zeige ich mal gerade, der Raum, der ist wirklich üppig. Dafür, dass du ein Fahrzeug hast, mit dem du überall hinkommst. Dieses Fahrzeug ist wirklich hochgradig geländegängig, kann man das sagen? Absolut. Ja. Also auch von den Schrägen und Überhängen ist das ein bisschen Unimog-like, es ist absolut geländegängig. Ne? Und mit dem Automatikgetriebe halt im Gelände sagenhaft, weil du immer Kraftschluss und einen Vortritt hast. Das bedeutet, ich bin am Berg, ich habe Sand und du schaltest und dann hast du ein Problem, dann rutschst du leicht zurück oder du stoppst und das ist ganz schlecht. Genau, also beim Schalter, gerade beim LKW ist es so, bei einem Geländeauto kann ich ja mehr Speed fahren im Gelände, ein bisschen schneller. Dann schaffe ich es vielleicht im gleichen Gang, aber es ist immer natürlich tückisch, in einer Bergpassage stehen zu bleiben. Und das Schöne ist bei den Wandlerautomatiken, es ist auch bekannt, es gibt die auch als Schaltgetriebe. Also wir hatten mal einen Cut zusammen gemacht, glaube ich, der hat ein Wandler-Schaltgetriebe. Das bedeutet, du hast eine Drehmomenterhöhung, sobald der Wandler reingeht. Also der bleibt in dem Gang und dann geht er in den Wandlerbetrieb und der Kraftschluss bleibt. Du bleibst also nicht stehen, sondern kannst weiterfahren, weil es immer Vortrieb gibt. Ne? Ja, jetzt wirst du vielleicht die Frage stellen, wie kommt man ins Bett? Da gibt es auch eine ganz nette Lösung, die jetzt nicht unbedingt den allerersten Designpreis gewonnen hat. Vielleicht setze ich mal Simone hier. Und setze mich mal hier hin. Hier gibt es also eine nette Auszugstreppe, ne, die man so nach vorne stellen kann. Ja, also als auch, du kannst ja auch über das Polster einsteigen, wenn du Stumpfe. Auch, wir haben halt den verbleibenden Platz, weil hier dahinter auf der einen Seite die Heizung ist, hier noch genutzt, um diesen kleinen Slide-Out reinzubringen, der den Sinn und Zweck hat. Einstieg noch ein bisschen komfortabler zu gestalten. Gas? Gas, ja, wir haben es ja gesehen, ist hier kein Tank verbaut, sondern eine Flascheneinrichtung. Das war damals so auf dem Pflichtenheft. Ja, ne? Genauso wie dieser Vitrifrigo-Kühlschrank, sag mal, im Nachgang mit einem großzügigen Fach noch zum Frost. Ne? Hier sieht man auch unsere ganzen momentanen Verpflegungen und Frühstückchen haben wir hier mal eingelagert, weil wir den auch im Dauerbetrieb nie haben, den Funklang neu, wie man sieht. Wir haben ihn im Dauerbetrieb noch nie laufen lassen und oben ist nochmal ein sehr, sehr großzügiges Eisfach drin. Ne? Vitrifrigo ist auch Offroad geeignet. Ja, also wir haben, ich meine, du jetzt ein bisschen über die auch guckst, was andere machen, die gut sind und viel können. Auch der Christian Schatz von Schatzmeister.at, Zirbenbox, verbaut die ja auch sehr, sehr gern. Und ich tausche mich ein bisschen mit aus und ich habe mit den Kühlschränken bis jetzt nur gute Erfahrungen. Mein eigenes Fahrzeug hat das gleiche System an Bord. Fenster, was hast du da? Fenster ist hier ein Echtglasfenster aus der niederländischen Manufaktur Outbound, ne, mit einem schönen Aluminium-Rollungskasten. Also es ist eins der Fenster, was
eine große Lichteintrittsfläche hat und was ich so aufstellen kann. Der Vorteil ist im Vergleich zu den Drehpunkten, die weiter unten sind bei anderen Herstellern, dass ich das halt auch offen lassen kann, wenn es regnet und es läuft mir kein Wasser rein. Ne? Mhm. Haben wir sehr häufig verbaut, das ist ein GFK, also die Grundkonstruktion ist aus GFK, Doppelverglasung, höhentauglich bis 5000 Meter. Echtes Glas, ja. Also keine Kunststofffenster, man sieht es hier, es ist also ein richtig echtes, massives Glasfenster. Du hast viele Fenster, das heißt, wer so ein Auto hat, hat natürlich den Vorteil, dass er einen guten Ausblick hat. Er kann aus dem Auto raus fotografieren. Darf ich denn während der Fahrt hier sitzen in Afrika? Ja, in Afrika wird es ja weniger Leute interessieren. Es ist so, dass bei einem Nutzfahrzeug das Fahrzeug den Bautenstand von damals mitnimmt. Und ich glaube, Sicherheitsgurte, soviel ich im Kopf habe, waren erst ab 92 oder 94 in den LKWs vorgeschrieben. Das heißt, die ganz alten Fahrzeuge, die wir teilweise, auch dieses Fahrzeug hatte überhaupt keine Gurte. Und wenn ich jetzt die Kommunikationsluke aufmache, könnte ich theoretisch auch hier noch zwei Sitzplätze eingetragen bekommen. Also das machen wir auch häufig. Ja. Entscheidend ist halt dann, dass der Weg, der Durchstieg hier... Die Sichtverbindung muss da sein. Die muss da sein, die Sicht- und die Kommunikationsverbindung. Ist natürlich, wenn mich jetzt jemand nach der Sinnhaftigkeit fragt, also ich würde meine Kinder jetzt hier hinten nicht unbedingt sitzen lassen, während ich Offroad fahre. Ne? Das heißt, da muss man schon gucken, dass man die im Fahrerhaus zusammen hat. Also, ne? Autobahnfahrten und so weiter. Ich meine, du hast ein schweres Fahrzeug, trotzdem kann es ja mal zum schweren Unfall kommen. Also ich oute mich da vielleicht ein bisschen, wenn ich das jetzt so formuliere, aber ich habe bei mir vorm Bett hier mir ein Fangnetz, ein solides, angebracht. Das kann ich einhängen. Also sowas richtig Stabiles. Und ich bin tatsächlich nachts auch mal auch schon auf einer nicht viel befahrenen Autobahn mit meinem 12-Tonnen-LKW unterwegs gewesen. Die Kommunikationsluke offen, die Kinder haben hinten im Bett vor dem Fangnetz geschlafen. Mhm. Ist eigentlich, ja, ist vielleicht ein bisschen kritisch zu betrachten, aber wenn man Strecke macht, kann man das schon so mal handhaben. Ich kläre mich da mit meiner Frau ab und wir sind uns einig, dass wenn was passiert mit dem 12-Tonner, dass das an und für sich hier safe ist und man das vielleicht im Ausnahmefall auch mal machen kann. Die GFK-Kabine, wenn du einen Überschlag hättest, würde die den aushalten wahrscheinlich? Naja, mit so einem Auto einen Überschlag bringst du nicht hin, aber auf die Seite kann es mal fallen. Und da ist immer die Frage, auf was fällt es. Ne? Wenn es jetzt auf eine glatte Fläche fällt, überlebt es das wahrscheinlich. Ne? Hat natürlich Beschädigungen und Kratzer. Also erstaunlich ist, ich habe solche Sachen schon gesehen, die mal im Sand umgefallen sind. Der war außer einem kaputten Spiegel und ein paar Abdrücken im Lack nichts. Ne? Das Auto ist halt in Zeitlupe umgekippt. Ja. Solche Situationen passieren häufiger als richtige Überschläge. Aber bei einem Überschlag ist es kaputt. Ist da was defekt anschließend, weil irgendwelche Flüssigkeiten dahin laufen, wo sie nicht sollen? Man muss, wenn der mit der Nase nach unten liegt in seiner Maschine, sollte man auf jeden Fall, also wir machen immer sicherheitsmäßig, ich hatte tatsächlich schon ein paar Mal solche Situationen beim Rallyefahren mit PKWs und beim Dieselmotor zum Beispiel oder beim Dieselmotor oder beim Benzinmotor macht man die Zündkerzen oder beim Dieselmotor die Einspritzdüsen raus und lässt ihn mal durchlaufen, weil das Gefährliche ist, wenn der Brennraum voll Öl laufen würde, kriegt er wie einen Wasserschlag und einen Ölschlag, also das heißt, das Bläuel wird krumm und der Motor ist kaputt und das muss man dann machen. Also das heißt, wir machen die dann die Einspritzdüsen raus beim Diesel, legen Handtücher und Decken drumherum und starten den mal, dann fliegt das ganze Öl raus, was da eventuell drin ist und dann kannst du es wieder zumachen, kannst du noch wieder starten. Also das ist jetzt so die... Ja, aber wenn du es nicht machst, wir hatten auch schon krumme Bläuel. Ja? Du hast Maschinenbau. Was hast du studiert? Ich habe Maschinenbau mal studiert, ja. Fachbereich Energie- und Wärmetechnik. Ich bin auch fertig geworden. Bist du Ingenieur oder was bist du? Ja, also mein Enddiplom, ich bin tatsächlich fertig geworden. Dazu bin ich... Meine History ist so begründet, ich bin mit meinen in den letzten drei Studiensemestern schon selbstständig gewesen und habe erkannt für mich selber, also das heißt, ich habe... Steve Jobs. Genau, ich bin einfach da so reingefangen. Ich bin schon seit... Bist du fertig geworden, oder? Ich bin fertig geworden, habe aber mein Diplom nie zu 100, ich hätte zwei Scheine nochmal machen müssen. Und ich habe mir das bis zu meinem 30. Lebensjahr vorgenommen und dann habe ich erkannt, dass er eh keiner danach fragt. Ne? Also das heißt, ich habe den ganzen Ausbildungsgang und Werdegang aber mit durch und würde jetzt sagen, ich betreibe damit jetzt nicht wie Politiker irgendwelche Schleichwerbungen, sondern es ist einfach so, dass ich über meine frühe Selbstständigkeit auch früh viel gelernt habe, autodidaktisch. Ne? Also das heißt, nicht aus dem Lehrbuch, sondern immer auf die Fresse. Ne? Also wer die Videos sieht, ihr müsst das Cut-Video sehen, wie du diesen Cut, was war es denn, 6x6, wie du den erklärt hast, wie du den gestartet hast, wie du den an- und ausgemacht hast. Da geht einem das Herz auf. Gerade Bundeswehrfahrer, die so ein Auto mal selbst gefahren sind, die wissen genau, wovon du redest, oder? Ja, das sind ja auch besondere Fahrzeuge. Also einen Cut habe ich selber immer mit dem Fuhrpark. Ich bin halt... Wie viele andere Typen auch in ihrer Passion, wie du auch in deiner Passion, coole Jobs zu machen, einfach ein bisschen bekloppt. Ne? Also ein bisschen beklopft. Ja.
So, ja, sind schöne Holzschubladen, wie du siehst, keine Plaste, sondern hier mal komplett alles handwerklich in Schreinerqualität ausgeführt, ne? Auch mit dem üblichen Bremszug, ne? Der die hält und vorm Ausschlag bewahrt. Und wenn man guckt, in jedem Detail sehr gut gemacht. Da unten ist die Heizung. Mhm. Ja, das heißt, im Detail wirklich eine handwerklich tolle Ausarbeitung. Und das Schöne an dem Auto ist, er war ja tatsächlich auch schon 10.000, 12.000 Kilometer unterwegs. Die ganzen Kinderkrankheiten sind weg. Alle Bewegungen, auch im Offroad-Bereich, hätten, wenn es Probleme gab, zu Rissen geführt. Das ist alles hier einwandfrei. Ist ein bisschen clean, also viele Leute, denen wir das jetzt gezeigt haben, stören sich ein bisschen daran. Aber du kannst doch mit Dekos, Accessoires, ja, Aufklebern. Du jetzt Bildchen, wir haben schon überlegt, ob man schmücken hier ein bisschen. Hinten, ne? Du könntest wenn dir die Farbe nicht gefällt, könnte man grün, blau, rot, orange, tieferes Orange machen. Aber schlimmer wäre doch jetzt, du hättest ein dunkles. Genau. Also ist genau meine Meinung. Ne? Also ich meine, die Hardfacts, auch die Materialien hier von Blanco, wieder auch das eingearbeitet als Erweiterungsfläche, ist alles auf einem, auch das Siemens-Kochfeld hier, das ist alles auf einem sehr, sehr hohen qualitativen Niveau. Ne? So, das Ganze wird gebaut in Hasloch, richtig, in der Pfalz. Das ist Bayern oder richtig Baden-Württemberg? Pfalz. Es ist Hasloch am Main. Hasloch am Main. Der letzte Zipfel von Bayern, also wenn ich über den Fluss, wir sind am Main, wenn ich über den Fluss gehe, bin ich in Baden-Württemberg. Gut, ich habe es extra gesagt, weil Hasloch in der Pfalz kennt jeder wegen dem Holiday Park. Da sind schon Leute hingefahren, die uns besuchen wollen. Also Hasloch am Main, richtig. Kostlerzahl? 97907. 97907, das klingt entweder ostdeutsch oder bayerisch. Was ja, ist? Bayerisch, so Würzburger Großraum. Würzburger Großraum, mhm. Okay, super. Also es ist also in Richtung Würzburg, in Franken, ist es Franken? Franken noch, letzter Zipfel. Ja. Letzter Zipfel von Franken. So, und da habt ihr ein Riesenareal, du baust ca. 50, 60 Fahrzeuge im Jahr? Ja, so 40 plus, ja. 40 plus, je nachdem wie es kommt. Und das Ganze in wirklich Individualausbau, in Leidenschaft. Genau. Ihr habt kein Baukastensystem, sondern ihr könnt wirklich, wenn einer 2,12 Meter ist, findest du eine Lösung. Genau, wir finden für alle eine Lösung und wir sind auch bunt, was die Basisfahrzeuge angeht. Es gibt ja Leute, die nur MAN oder nur Mercedes machen oder nur Steyr machen. Wir machen alles. Und haben natürlich auch eine hohe Expertise. Könnt ihr auch reparieren, die Motoren? Ja. Ja. Also zum Beispiel Kopfdichtung? Völligste Motoreninstandsetzung, kein Problem. Komplett? Selber? Ja. In-house. In-house. Mhm. Wie viele Leute hast du? Um die 40 in Hasloch. Ist da auch Meister dabei? Mehrere. Ingenieure? Ingenieure auch, ja. Verfahrensingenieure sogar. Echt? Ja, natürlich. Krass. Haben wir im Team. Super. Ja, das ist richtig cool. Wir haben uns kennengelernt. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Hast du mich angeschrieben? Oder? Nee, ich habe dich mal gefangen auf der Abenteuer Allrad letztes Jahr, weil ich irgendwo, du hast nicht mal eine Kappe aufgehabt, aber ich habe dich mal irgendwo auf einem Bild gesehen und verfolgt natürlich den wunderschönen Kanal schon eine ganze Zeit. Da habe ich über die gefilmt, gell? Ja, genau. Ne? Genau. Und da bist du so ein bisschen auf meinen Stand gelaufen und konntest selber nicht verstehen, was da alles Komisches rumsteht. Und da hast du es erklärt. Genau. So, das war letztes Jahr, war das richtig spannend. Dieses Jahr auch. Es sind immer wieder neue Fahrzeuge, die bei dir reinkommen. Der steht jetzt im Verkauf. Der steht zum Verkauf. Gibt es einen Preis? Ja, roundabout, Vorstellung so um die 280.000. Ne? 280. Da kann man aber noch ein bisschen drüber reden. Wenn wir neu bauen, brauchen wir tatsächlich irgendwo 80 mehr mindestens. Steuerausweiser? Steuer leider nicht aus. Ja, also, gibt es ja schon mal, dass einer Firmenwagen. Wenn das jemand einen Firmenwagen hatte, dann. Dann geht es, aber hier geht es leider nicht. Übergabegarantie, wie geht das? Wenn einer, kauft den jetzt von dem Altkunden oder kauft den von dir? Wir würden hier auch, sagen wir mal, weil es war unser Vorführfahrzeuge und der Altkunde hat das wirklich nur kurz gehabt und dann einfach aus Platzgründen, der hat zwei große Prias, also diese großen Rütehunde. Und wir würden da mit reingehen und würden dem auch nochmal ein Jahr Gewährleistung geben, weil es überhaupt kein Problem ist. Ne? Insofern ist es natürlich eine hohe Sicherheit auch für die Kunden. Also wichtig, er riecht nicht, also kann ich euch bestätigen, weder nach Hund, du siehst... Der war ja auch nie unterwegs, ist ja alles, guck mal hin, das ist ja alles neu. Ne? Ja. Da ist nichts, kein Kratzer. Der hat insgesamt wie viele Kilometer gefahren, 12.000? Der hat 12.000, das ganze Auto, wir müssen jetzt vorne reingucken, hat glaube ich 35 oder 36. Mhm. Also das hat er als Feuerwehrfahrzeug nur... Die haben ja eh ganz wenig als Feuerwehr. Wenig, ja. Da wird behauptet, die werden immer losgefahren. Fahren kalt, auf Hochtouren gebracht. Ja, also was ist da dran? Ich muss da mal ein bisschen schmunzeln, weil ich denke, ein Militärfahrzeug wird viel mehr misshandelt. Und die stehen immer in geheizten Hallen und gerade die Autos aus der Schweiz hatten alle Vorwärmungen. Also das heißt, die hatten eine Steckdose mit einem Heizstab und die Motoren sind immer so auf 60 Grad vorgewärmt. Also die werden viel, viel besser. Also, ja, okay.
Ja, und wenn du heute jeder unmotivierte Nutzfahrzeugfahrer misshandelt, die auch im 2 Minuten nach dem Kaltstand. Also das ist alles meines Erachtens ein Märchen. Und unsere Erfahrung ist, also die wirkliche Erfahrung ist gerade, dass die alten Daimler-Fahrgestelle aus diesen Serien, die haben nichts. Also ich eine kurze Episode, wir haben einen Kunden, der fährt vom Hof, das Auto hatte 20.000 Kilometer auf dem Tacho. 3 Monate später kommt er wieder und hat 65.000 drauf. Ja. Und ich habe ihn gefragt, ob er irgendwo Fernverkehr irgendwo fährt mit dem Ding oder irgendwas transportiert. Ne? Es kann ja sein, dass er ein Wohnmobil nutzt, um auch irgendwelche kleinen Sachen, die viel Geld bringen, zu transportieren. Und er sagt, nee, hat so viel Spaß. Ne? Und dann bin ich erstmal wach geworden, was ich mache. Also wenn jemand auf so einem alten Auto mit einer Gewährleistung da 80.000 Kilometer im Jahr drauf fährt, da habe ich ja nie darüber nachgedacht, ne? Ja. Was für Risiken. Und das Tolle ist, dass gerade bei diesen Fahrzeugen mit den V8-Motoren gar nichts ist. Einmal nichts, da geht nichts kaputt. Machen wir oben auf. Ja, machen wir gerne. Und dann machen wir Schluss, denn ich bin wieder ganz begeistert. Wir sind auf einer wirklich tollen Messe, ich habe es ja eben schon erwähnt, die Adventure Southside. Das Ganze gibt es auch eine Northside-Version. Ja. Da bist du aber nicht, oder? Doch, da sind wir auch. Das ist auch. Also Northside ist wo? Northside ist auf dem Gut Barhorst im Norden. Also das ist so ein bisschen auf der Karte rechts von Hamburg. Wann? Oktober? Ist im Oktober, glaube ich. Oktober. Ja. Sehr schön. Also wenn ihr Lust habt, Oktober 2022, kommt vorbei. Können wir noch einen ganz kleinen Blick ins Fahrerhaus werfen? Ja, gerne. Das war einmal so, kurz. Wir haben ja hier auch wieder einen sehr großzügigen Durchstieg, den wir auch fixieren können. Das ist diese Erweiterung, die du gemacht hast. Genau, diese Erweiterung hinten, da kannst du eine Kühlbox auf der einen Seite stellen, ne? Du kannst Kistensysteme, wie man sieht. Ne? Und wir haben auch eine Unterladung und genauso, man darf es nicht zeigen, gibt es hier einen versteckten Tresor, der ins Fahrgestell eingeschweißt ist. Hat der eine Klimaanlage oder könnte ich die hier laufen lassen und reinblasen? Du könntest genauso wie die andere Klimaanlage auf dem 1428, diese Dachklimaanlage. Ja, das geht einwandfrei. Also hat der eine Luke eigentlich hier, eine Schießluke? Oben auf dem Dach, der hat eine Luke. Ja. Wenn du durchguckst, siehst du den Ausschnitt hier oben, der hat eine Dachluke. Also okay, Luft kriegst Foto du machen. Also was immer toll ist bei den alten Autos, wenn du nochmal da links rüber guckst, die haben diese schönen Ausstellfensterchen wie beim alten VW Käfer noch. Ne? Du bringst also richtig viel Luft rein über die Luke. Und insofern ist es halt immer stets zur Frage, ob man überhaupt eine Klimaanlage braucht. Man könnte sie aber nachrüsten. Sehr schön. So, die Tür ist übrigens von Sideway, der Beschlag zumindest mal. Ja. Die Tür auch? Die Tür auch, ja. So, die hat ein Klavierband aus Edelstahl, also die kriegst du zumindest nicht so einfach auf. Die kannst du von innen hier auch mit dem Knopf verschließen, weil es geht ja immer um die Frage Verschiffung, den Raum hier safe zu machen und da ist es schon ganz gut. So, ich halte noch einmal ganz kurz rein. Das ist der Innenraum. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei 4Wheel24 und das Ganze hat auch eine Webseite 4Wheel24.de und einen YouTube-Channel unter 4Wheel24. Tschüss. Tschüss.